Wer sich dazu entschließt, in den dynamischen Bereich des Skisports einzutauchen, wird um verschiedene Gegenstände, die er für diese Ausübung des Sports benötigt, nicht herumkommen. Die Rede ist hier von einem sogenannten Competition Rig. Rig ist in dem Moment der Begriff für eine ausgestattete Wettkampfkoppel. Ich möchte euch hier ganz kurz anhand meiner Wettkampfkoppel kurz zeigen, was damit gemeint ist und worauf ihr vielleicht ein ganz klein wenig achten solltet, wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet und anfangt, euer Zeug zusammenzusuchen. So, wir haben hier zum einen den sogenannten Double Alpha Comp Pro Gürtel. Diesen Gürtel gibt es in der Form nicht mehr. Er wurde ersetzt durch eine neue Variante. Sorry, ich habe den Namen dieser neuen Variante jetzt nicht im Kopf, aber ich gebe euch unten bei der Shooters Corner, wo ihr die Gürtel bestellen könnt, den Link dazu. Und zwar die Besonderheit an diesen Koppeln ist ganz einfach die Steifigkeit. Ihr möchtet letzten Endes, wenn es um Wettkampf geht, und da ist es für mich egal, ob das ein Wettkampf ist, bei dem es um Schnelligkeit, Ziehen und Schießen geht, oder ob es einfach nur darum geht, die Waffe sicher am Mann zu haben, ohne dass man ständig irgendwo ein Pult oder wie auch immer benötigt, was bei Mehrdistanzdisziplin einfach nicht umsetzbar wäre. Wie gesagt, wir haben hier an meinem Beispiel die Double Alpha Comp Pro Koppel. Sie besteht aus zwei Teilen, einmal den Obergürtel und einmal ein Untergürtel, der dazu dient, die Hose an Ort und Stelle zu halten. Der Untergürtel ist mit dem weichen Klettflausch versehen und der Obergürtel mit dem Gegenstück mit dem Hakenklett versehen. Damit wird die Koppel der Obergürtel auf den Untergürtel aufgesetzt und bleibt somit mit der Hose zusammen an Ort und Stelle, wo es hingehört und kann nicht abhauen. Die Schwierigkeit, wenn einer hingeht und nimmt einen ganz normalen 0850 Hosengürtel aus Leder, aus Nylon, wie auch immer, dieser ist nicht in der Lage, a, das Gewicht tatsächlich vernünftig zu halten. Und zum anderen ist das Problem, ihr fangt an und müsst ständig den Gürtel auffädeln, um irgendwelche zusätzlichen Komponenten auf den Gürtel aufziehen zu können. Und das bedeutet letzten Endes, dass die Waffe oder das Zubehör, wie Magazine, nie wieder immer an gleicher Ort und Stelle positioniert sind, die man aber für das sogenannte Muskelgedächtnis benötigt. Zu der Koppel kommt dann hinzu das Holster der Wahl. Ich habe jetzt hier einfach mal das Zytag Duty Level 3 Holster, weil ich nachher im Training mit der Glock unterwegs sein werde, aber auch mit der CZ. Und dann habe ich mein anderes Holster in meinem Rucksack drin. Und wir brauchen natürlich entweder Magazin-Pouches oder zum Beispiel solche Universal-Magnethalter für Magazine. Sind sehr empfehlenswert, wenn man viele unterschiedliche Waffen hat und aber keine Lust hat, ständig immer wieder mehrere Koppeln mit sich zu führen oder zig unterschiedliche Magazintaschen, um die Magazine aufnehmen zu können. Und dann das, was ihr vielleicht noch zusätzlich benötigt. Das kann zum Beispiel ein Feuerzeug zum Schwärzen der Visierung sein. Gibt es ja extra so Schwärzungsfeuerzeuge. Es kann so ein Haken wie jetzt hier sein, um in der nicht schießenden Zeit, wenn man vielleicht nicht in der Nähe des Schießbetriebs ist, die Mickey Maus entsprechend einhaken zu können. Dann stört sie auch nicht, man muss sie nicht auf dem Kopf behalten, auf dem Arm oder wie auch immer. Man hängt sie einfach mit dem Bügel dort mit ein. So, angelegt wird das Ganze jetzt so. Ich habe für mich entschieden, jetzt habe ich es wieder umgebaut, dass ich die Koppel falsch herum anlege. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Ich nehme den Verschlussteil, also da, wo das Klett übereinander geht, nach hinten, weil ich dann hier vorne keine Überlappung habe und kann damit die Magazintaschen da positionieren, wo ich für mich am besten drankomme, in Sachen Winkel und Position. So, zum Anlegen gehen wir einfach hin, fangen damit an, dass wir das Holster entsprechend positionieren. Und dann fädeln wir einfach die Koppel um den Körper herum, an den Untergürtel. Und schon ist hier alles eigentlich soweit angelegt. Und damit habt ihr immer die gleiche Position für Magazine in Sachen Winkel und Position, wie auch vom Holster. Es ist immer an der gleichen Position. Und das macht es letzten Endes sinnvoll, eine solche Wettkampfkoppel zu verwenden.
Diese Koppel liegt irgendwo zwischen 55 und 60 Euro. Holster, wie gesagt, ist, solange ihr nicht im EPSC-Bereich seid, wo es tatsächlich um Schnelligkeit geht, könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Müsst halt nur entsprechend die Sportordnung beachten. Ich persönlich rate keinem dazu, diese Holster mit den Fingerknöpfen nennenswert zu verwenden, wenn man da drin nicht geübt ist, weil das bringt durchaus Gefahren mit sich. Wenn es in Geschwindigkeitsdiszipline geht, wie EPP, erste Station, 15 Sekunden, 2x5 Schuss, inklusive Nachladen. In dem Moment, wenn ich halt schnell ziehen muss und ich bewege mich verkehrt, drücke ich auf den Knopf, ich kann abrutschen und ziehe versehentlich den Abzug beim Ding durch. Ist ein bisschen uncool, gerade dann, wenn man mit einer Double-Action-Waffe unterwegs ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt mein Setup für als Wettkampfkoppel, wie ich sie jetzt heute auch im Training wieder verwende und dann auch bei den entsprechenden Wettkämpfen jetzt nächste Wettkampf und letzte Jahreswettkampf X-Miss Match in Butzbach. In diesem Sinn, macht's gut.